Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist rein zufällig. Oh oh, was ist denn jetzt los? Trainingsgerät benutzen? Wieso guckt ihr denn jetzt plötzlich Fernsehen? Das Handy ist wach geworden. Und die hat ein verdrießliches Gespräch gehabt. Wird nach einem unerfreulichen Gespräch. Das kann gar nicht sein. Die hat doch gerade geschlafen. Feuer gelöscht. Aha. Aber wenigstens hat die den Stein zum Hauen. Genehmige dir doch mal einen Schluck. Kochkanal schauen. Erhöht das auch die Fähigkeit? Ach du Scheiße. Kann man unendlich Fähigkeiten, also die Gefühle deines Sims beeinflussen? Ach sowas. Jetzt erklärt ihr mir das, nachdem ich schon irgendwie so 2 Stunden gespielt habe, oder was? Also können die alle Fähigkeiten lernen? Weil sie hat ja jetzt schon relativ viele, oder? Charisma, Comedy, Fitness, Kochen. Kochen hat sie schon Level 2, das ist gut. Die schon wieder duschen. Das ist sehr reinlich. Finde ich gut. Aber weißt du, komm, Mutti muss das ja machen. Vorher kann die einfach nicht schlafen. Gibt ja so Leute. Scheiß auf die Bedürfnisleiste. Eine berufliche Tätigkeit ist der beste Weg für Sims, die neu in der Nachbarschaft sind, sich ein Einkommen zu sichern. Irgendwie müssen die Rechnungen ja bezahlt werden. Ach ja, genau. Sims besitzen Simoleons. Ja, ja, das ist schon klar. Wie ist das denn hier mit Steuer? Ja, ja. Wir haben keine Post bekommen. Ein großer Mann hat mal gesagt, Home is where the brief of Finanzamt is. Ich glaube, das hat er bei Facebook gepostet. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Muss pieseln. Ja, dann reparier schneller. Schneller reparieren, kannst schneller pieseln. Obwohl man ja sagen muss, dieses Griesel trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man weniger pieseln muss. Natürlich schlecht. Alle anderen pennen, wie Flur haben wir eigentlich? Wir haben 4.10 Uhr. Ich bin gespannt, was zuerst passiert. Erst reparieren, das glaube ich nicht, oder erst die Blase leeren. Nee, ich schätze können. Das ist jetzt nicht. Du musst weiter reparieren. Hopp, hopp. Oh lol, die ist fertig. Nice. Ja dann. Puh, das war knapp. Oh, wow, wow. Da hat aber einer richtig reingelunzt. Eieiei. Nee, Schatzi, ich glaube, das musst du sauber machen. Achso, die geht Hände waschen. Wie sich das gehört. Alter. Das ist 3 Tage Klo nicht geputzt. So geht das ja nicht. So, ich würde sagen, wenn die dann das Klo geputzt hat, kann sie mal machen, was sie will. Wir springen mal ein bisschen. Roger hat heute seinen ersten Arbeitstag. Und zwar als Live-Chat-Berater. 10 bis 18 Uhr ist nicht allzu lang. Oh, Mandy ist wach geworden. Ja, Mandy muss wahrscheinlich hart duschen und hart pinkeln. Ich weiß, wie man einen Job erhält. Normalerweise mache ich es immer so, die gehen... Früher hatte ich immer so ein... So ein Standardtag. Ich glaube, die haben, wenn es ging, erst gefrühstückt, dann Toilette und dann duschen. Aber Mandy geht erst duschen. Sehr schön. Zum Glück wird die Mutti davon nicht wach. So, dusch mal schneller. Mal gucken, wer als nächstes aufsteht. Oh, Colonel muss circa 1 Stunde bei der Arbeit sein. Colonel, was ist da los? Ich glaube, wir haben uns den Wecker nicht gestellt.
Jetzt aber schnell. Zack, zack, auf Toilette, wach werden. Oh, oh. Was ist denn mit ihm schon wieder nicht in Ordnung? Der wird morgens wach. Ne? Der Colonel ist ein ziemlicher Griesgram morgens. So, Mandy hat sich noch ein bisschen Macaroni mit Käse von gestern Abend genommen. Kalt. Moment, was? Ach so, Biss verdorben. Ich dachte, da steht, das ist verdorben. Elena, der gerade im Stehen gepinkelt, oder was? Ärgerliches Häuflein machen, Alter, schon wieder. Oh, oh, jetzt muss erstmal die Mülltonne wieder dran glauben. Was soll das denn? Immer die Mülltonne. Ich glaube, der braucht mal einen Boxsack. Aber der wollte doch freundlich zu Mandy sein. Sagen wir zumindest mal schönen guten Morgen. Geht soweit? Bei Interessen reden von Weltraumschwärmen, wüten und toben. Ja, nicht immer. So, Sandy ist auch wach. Oh, wenigstens ein bisschen Energie getankt. Ich finde, die kann ja auch mal den Boden putzen, ne? Die kann ja auch mal was tun im Haushalt. Snippy Growl? The Quiddo Board. Roger ist wach. Roger muss richtig hart aufs Klo. Aber mal gucken, ob er es selber macht. Oh. Obila Snaif. Kung Jay. Tumba Krimbao. Linkto Trebane. Zarb Stravoy. Heute ist Rogers erster Tag. Die Zeit für die Arbeit. Moment. Warum geht er nicht zur Arbeit? Hör auf zu quatschen. Geh zur Arbeit. Der Colonel kommt nicht zu spät. Schnell, schnell, schnell. So, und das meine ich nämlich. Der wird jetzt einfach verschwinden. Ups. Ein Kampf geraten, so ein Quatsch. So, Roger, was ist da los? Du musst auch hier, ne? Oder hast du das geil, das gleiche wie ich? Arbeit von zu Hause. 4 Stunden Videospiele spielen. Ja, okay. Ah, das kriegt Roger noch schnell vor der Arbeit hin. Was spielen wir denn? Sims Forever. Nee, das ist scheiße, wir spielen Blickblock. So, und auch Mandy, finde ich, kann sich langsam mal nach einem Job erkundigen. Natürlich in der Musik. Jawohl, Roger hat Level 2. So, die geht natürlich in die Musik. Moment, Entertainerin. Lachen, nee. Musikerin und Komikerin kann man da differenzieren. Ja, ist klar. Musikerin, ist auch logisch. Bums. Amateurunterhalterin. Ja, ja. Strebenliste. 6 Stunden Musik üben, so ein Quark. Durch das Erfüllen von Laum erhalten deine Sims Zufriedenheit. Mit Zufriedenheit kannst du für deine Sims Belohnung kaufen. Ah ja, genau. So wie beim letzten Mal auch. Was gibt's denn da? Sofortige Hygiene, sofortiger Spaß. Ah, solche Sachen. Schlafersatz. Ah, dann gibt's noch wieder neue Eigenschaften. Ah, das ist gut. Nachteule, Mentorin. Boah, krass. Was ist das Beste? Profi-Vorlenzer, niemals erschöpft. What? Die brauchen nicht zu schlafen. Ist ja heftig. Das ist aber echt krass. Mandy beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Also morgen. Hat sie ja auch geschickt gemacht. Knapp am nächsten Tag, Arbeitstag vorbeigeschrammt. So, Roger. Ich brauche keinen nächsten Tipp. Nein, lass das. Mach das weg. Ich will keinen nächsten Tipp. Oh, oh. Boah, Roger, das wird aber knapp. Nein, 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 Roger, nein, Game over. Ja, direkt noch eine Runde. Einen können wir noch. Was macht Mandy denn da? Oh, Berechnung.
Ein Analytiker bittet Colonel, einige Flugbahnen für Satellitenumlaufbahnen zu berechnen, was zum Gähnen langweilig ist. Und das, wo Colonel ohnehin schon so viel zu tun hat. Er kann entweder versuchen, eine Formel zu finden, um die Gleichung zu vereinfachen, oder alles einzeln berechnen. Ah, der Colonel, der ist intelligent. Der macht das mit der Formel. So, nach ein paar Versuchen stolpert Colonel über die richtige Formel zur Automatisierung der gesamten Flugbahnberechnung. Er erledigt die Aufgabe schneller als gedacht und teilt sein Geheimnis mit dem Rest des Teams. Kleine Leistungsverbesserung. What? Also der kriegt eine Formel, um da Arbeit zu ersparen und dann eine kleine Leistungsverbesserung. Okay. Ah, endlich ist das gut gegangen. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Jawohl, da suchen wir uns doch direkt welche. Da er. Zack. Wer ist das? Manuel Offermann, der sieht eher aus wie... du weißt ja, wen ich meine. Ne, weißt du nicht. Ich weiß selber nicht, wen ich meine, aber du weißt, wen ich meine. Freundlich vorstellen, so Quatsch. Die ist natürlich aufgeregt und wird sich erstmal lustig vorstellen bei... nennen wir ihn José. Da ist der Hardy einmal am Arbeiten, ja, und schon ist er erschöpft und unwohl. Also wirklich, ich bin echt enttäuscht mit dir. Wie lange muss der denn eigentlich arbeiten, der Gute? Ich glaube, bis 18 Uhr oder sowas war das, ne? Ah, bis 17 Uhr, okay. In der Zeit könnte der hier, ne, der gute Jay, könnte ja nochmal wieder was zu essen kochen. So, was kochen wir? Macaroni und Käse gibt's heute. Hast du nochmal Bock, eine Mahlzeit zu kochen? Ich sehe das doch schon kommen. Jetzt frage ich mich, wo ist Jay hin? Jay. Oh, Jay ist auf der Arbeit. Holy shit. Okay. Wann müssen denn die anderen arbeiten? Okay, keiner. Also erstmal nicht. Da haben wir ja gar keinen, der jetzt gerade eine Mahlzeit kochen kann. Auch kein Problem. Kriegen wir alles hin. Kann der Sepp nicht mal eine Runde... Er schläft. Wie schläft denn der? Er muss eh gleich wieder pinkeln. Und da ist das eh scheißegal. Bei den anderen geht's aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Alle ein bisschen müde. Aber das kann man ja alles mit Schlafen beheben. Muss irgendwann jemand bald von denen in der Abend zur Arbeit, die müde sind? Ah, nee. Nee. Alles cool. So, oh, wer haben wir da? Belohnungsstore. Aha. Ah, nice. Da können wir uns die Punkte kriegen, erholen. Das ist cool. Das ist super. Da können wir richtig coole Sachen machen. Elektrogewehr. Ah. Computerfreak Meilensteine von Pete. Aha. Insgesamt 10 Stunden Programmieren üben. Pete, weißt du was? Mach es doch einfach mal. Arbeite mal ein bisschen, du Stück. Oh, da kommt Hardy wieder. Hardy, hallo. Oh, ich habe so hart gearbeitet. Oh, ich bin der Erste und ich habe jetzt gearbeitet einmal. Jetzt kann ich erstmal, für immer habe ich jetzt 10 Stunden Obsidian gefarmt. Ich werde nie mehr was tun hier. Ich glaube, ich gehe pennen. Nein, dann gehst du jetzt einmal auf Toilette und dann gehst du schlafen. Ich glaube, was anderes kriegen wir aus Hardy auch nicht mehr raus. Und dann kann er irgendwann nochmal sein Charisma verbessern. Hardy muss echt hart arbeiten. 5 Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr. Die arme, arme Sau. Und macht in 0 Minuten. Das ist nicht gut. Du solltest schnell schlafen gehen. Nein, du solltest dir auch nicht mehr die Hände waschen. Sonst fällst du mir gleich da in Ohnmacht. Das wollen wir doch nicht. Okay, schafft er es noch? Ich muss mich jetzt erstmal ins Bett schleppen. Boah, ist das anstrengend. Aber ich schaffe es noch.
in die Jugendherberge von Nougat. Oh, sexy. Ah, okay. Wunderschön. Direkt eingeschlafen. Plus 10.000, ja, auf jeden Fall. Krieg ich direkt die volle Power. Ja, dann schlaf mal schön. Hier ist immer wieder was zu tun, muss man sagen. Man hört gar nicht auf, irgendwas nicht zu tun. Was will er denn hier machen? Was ist denn seine... Die Sachen von Dennis. 5.000 Dollar verdient haben. Ach du Scheiße. Eieiei. Das ist auch ein krasses Lebensziel. Da haben wir auf jeden Fall noch was vor uns. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich frage mich, wie oft man nachgucken kann, um mal richtig vernünftig eine andere Sache zu finden. Andere Karriere. Jemanden bedrängen. Oh, Joreed. I'm Kim Angor. Slapshim. Whisop. Rebenina. Was ist denn bedrängen? Wie kann man denn einen bedrängen? Klicke auf ein Sing, wähle und die Aktion spitzbübisch bedrängen. Aha. Da. Das will ich sehen. Wir wollen ja auch hier die Achievements kriegen, ne? Go, go. Do it. Los, ach, das war's schon? Hä? Jemanden verrückt anfunkeln. Los, machst du direkt. Go, go. Das will ich sehen. Es ist nicht Arsch hinhalten, es ist verrückt anfunkeln, was du machen sollst. Okay, das ist irgendwie... etwas seltsam, so das Gespräch zwischen den beiden. Das fand der Peter gar nicht witzig. Haben wir Post bekommen? Sim hat in der letzten Zeit keine Post bekommen. Hat irgendjemand Post bekommen? Nein. Haben wir nicht. 6 Stunden Musik üben, 6 Stunden Musik hören. Okay, wo krieg ich denn... eine Musikdingens her. Inventar. Wir gucken mal nach, ob man irgendwie sowas, hups, ob man sowas bauen kann. Dann können wir Musik zumindest hören. Ist auch ganz geil. Das setzen wir gleich auch auf jeden Fall rein. Aber jetzt noch irgendwelche Objekte oder sowas. Hobbys und Fähigkeiten. Da! Nice! Die Kühlschrank-Häschen-Blues-Gitarre. Wunderschön. Die bauen wir natürlich da mal hin. Damit der Chris auch was zu tun hat. Der soll einmal schön Musik spielen. So. Und wir brauchen Musik. Oh, wir haben kein Geld mehr. Alles klärchen. Aber wir sind vorangekommen. So. Christian, wo bist du denn? Da. Dann spiel. Zeig uns geile Musik. Und dann feuern wir dich alle an. Chris, Chris, Chris. Chris, Chris, Chris. Gib ihm hart. Kann man das? Nee, ne? Zuschauen. Sepp. Zuschauen. Pete. Zuschauen. Ich kann die geilste Mucke spielen. Oh yeah. Ich bin der Chris und ich kann so gut Musik spielen auf meiner Kühlschrank-Häschen-Blues-Gitarre. Oh yeah! Dun dun dun. Oh, Barbo!
Wie schaut's denn mit der Arbeit aus? Wir müssen hier mal arbeiten. Nicht so viele. Er ist beschämt. Ach Gott, Christian. Einen selbsterniedrigenden Witz erzählen. Das kannst du doch mal machen. Spiele in der Öffentlichkeit, damit die andere geil. Voll witzig. Kann dann hier hingehen und dann Musik spielen oder was? Aber hier ist ja nichts los. Das müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann machen. Währenddessen, was macht Pete nochmal genau? Ach, er übt noch Programmieren, ne? Ah, cool. Hat er schon 3 Stunden geübt? Da ist er schon ganz gut drin. Wer hat denn hier schon die meisten Punkte verdient? Oh, 175 der Brahmin. 110 Jay. Hat ja auch viel schon gekocht. Der Sepp erst 0 Punkte und Chris auch. Eieieiei. Oh, der ist angespannt. Mit den Nerven am Ende wegen schlecht gespielter Musik. Geil. Macht hier bei jemandem Luft. Ärger Luft machen. Hallo und willkommen wieder zurück zur neuen Folge Die Sims mitten im Leben. Und jetzt fehlt der Mutter von Dennis Hartwig auf und mir, dass wir die Tür ins Badezimmer vergessen haben. Lecco mio. Und schon muss Hartis Mom richtig krass pissen, während Dennis für die beiden ein liebliches Frühstück zubereiten möchte. So, los geht's. Ab geht's zum Kacken. Zoomen wir doch direkt mal drauf. Was sich Hartis Mom wohl dabei denkt. Ist das nicht schön? Ein schönes Bild. Ja, also, morgens erstmal einen richtigen dicken Schiss zu haben, ist für mich so das Wichtigste. Anschließend spülen wir auch noch ab und ich wasche mir die Hände. Das ist für mich immer ganz wichtig. So, und wenn das alles gemacht ist, dann schalten wir erstmal das Radio ein. Und dann brennt die Küche. Selbst löschen? Oh mein Gott, Hartis Mom muss helfen. Sie muss löschen. Ja, hoppala. Tja, da kann man jetzt echt nur eine schnelle Mahlzeit essen. Und der Dennis braucht erstmal eine nachdenkliche Dusche. Was sagt der denn dazu? Ja, also es kann gar echt nicht sein, weißt du, während ich hier am Kochen war, da ist das alles einfach in die Luft gegangen. Ich weiß echt nicht, wie das passiert ist. Ich meine, ich wollte eigentlich nur Hartis Mom richtig beeindrucken, aber ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich muss auch richtig krass kacken. Und das alles kombiniert ist echt eine sehr schlechte Sache. Nicht? Ich meine, ich rumpel mich jetzt hier mal ein bisschen ab, damit mich Hartis Mom auch noch mag. Aber was daraus auf Dauer wird, ja, das weiß ich nicht. Ja, so muss ich schon sagen, der Dennis, der ist schon so ein Süßer, wa? Da kann ich auch mal für den aufräumen, der wollte hier echt für mich kochen. Aber das ist dann alles nichts geworden. Freut sich natürlich darüber, dass das Feuer gelöscht wurde. Komm, jetzt räum auf, du Schlampe. So, da wird auch ein bisschen aufgeräumt, das mache ich nur für den Dennis. Ah, das kann sich ja keiner antun. Und während sich der süße Dennis ein wenig wäscht und Hartis Mom gerade das Wäschen macht, kam der Postbote vorbei. Und Hartis Mom guckt sich die Post einmal an. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Was könnte dort nur drin sein? Oh Gott, was könnte es sein? Es ist eine Rechnung.
Oh mein Gott, eine große Rechnung, die Hardys Mom bezahlen musste. Das ist echt zum Kotzen. Daraufhin müssen wir jetzt erst nochmal eine Kleinigkeit essen. Diesmal mit einem... Nein. In einem Brunch mit Rührei. Na dann nicht. So. Jetzt darf der Dennis. Auch schnelle Mahlzeit. Cerealien. Go! Dem ist unwohl. Und du sollst jetzt Cerealien essen. Go. Ihr könnt euch jetzt erstmal gegeneinander beschweren. Ja, also weißt du, es kann echt nicht wahr sein. Wenn du hier du bist hier am Machen und am Tun, wa? Ich versuche doch das Beste, was ich kann. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Immer kannst du nur menken, du dumme Schlampe. Anschließendes Schweigen. So, ich bin sowieso der Geilste. Ich bin toll. Vergiss das nicht. Du bist scheiße. Du bist ein dicker Wichser. Das kann echt nicht wahr sein. Du bringst es auch nicht mehr so krass, ja? Deine Mutter, Junge. Was? Magst du mich denn wenigstens noch ein bisschen? Haha, ja, lass uns da ein bisschen drüber lachen. Eine ganz nette Sache. So, ich gehe ein bisschen Fernseh gucken. So. Jetzt macht sie einen Abgang. Erstmal ein wenig aufräumen. Was sagt denn die Hartwig dazu? Ja, also der Junge nicht. Der ist, der ist halt immer ein bisschen, naja, komisch. Der ist so feurig, ne? Aber irgendwie bin ich selber mit dem noch nicht so ganz warm geworden, wa? Das muss ich irgendwann nochmal ändern. Ich weiß nicht genau, wie ich das ändern soll. Ich glaube, ich laber den jetzt doch mal an. Embo. Währenddessen schnappt sich Dennis ein gutes Buch und liest ein wenig. Die Mami setzt sich dazu. Und wie dieses Gespräch ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schon wieder weiter aus meiner Sicht. Ja, willkommen, ihr geilen Schnittchen. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen die Hecke gezogen und an unserem Häuschen ein bisschen was verändert, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. So, das sieht doch ganz nett aus. Hier, eigentlich müsste ich die Hecke hier noch weiterziehen oder das Haus nach ganz rechts setzen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Wir sehen ja unser Dennis D. Punkt. Ja, der ist bei der Arbeit, fühlt sich aber mega unwohl. Weißt du, wann kommt er denn nach Hause? Bis 17 Uhr. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. So. Sie hat sich einen Job gesucht. Was kann er? Die sind eigentlich alle voll am Start. Also lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. So, eigentlich können wir die sogar noch schneller laufen lassen. Wir könnten ja... Amateurabend, endlich. Dennis D. Punkt einen richtigen Auftritt. Naja, es ist ein Amateurabend und so ziemlich jeder mit einem Puls darf auftreten. Doch Dennis D. Punkt steht offiziell auf der Liste. Soll er Freunde einladen oder dies als privaten Testlauf verbuchen? Freunde einladen. Lol, leider erscheint niemand. Weder für Dennis D. Punkt noch für den anderen Komiker. Dennis D. ist sich sicher, der witzigste Typ bei der Veranstaltung gewesen zu sein. Und niemand kann etwas Gegenteiliges behaupten. Ja, gut. Wenn natürlich sonst keiner da gewesen. Ey! Was? Alter, du bist ja sowas von ein mieser Messi einfach. Nur räumst du das wohl gefälligst jetzt mal weg. Kann ja wohl nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? LOL! Der ist eingesperrt, weil da kein Raum ist. Okay, wie geil ist denn das? Okay, scheiße, das müssen wir ändern. Fuck it, Alter, das ist nicht cool. So, wie sieht denn das jetzt aus? Ich kann das auch gar nicht richtig erkennen. So.
Da, 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 da. Da, 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 da. Ne, das ist nicht das. Ne, das war das hier war das, ne? Ne, scheiße, was war das denn? Das hier? Ne. Welches Holz habe ich denn da? Das hier habe ich benutzt. Genau. So. Alter, alles klar, weiter geht's. So, wieso ist denn das da jetzt rot? Ah, das ist wegen der Wand. So, Kollege, jetzt komm aber mal aus dem Badezimmer raus. Du hast dich ja... Ey, erst aufräumen, aufräumen. Nö, Kollege, Fernsehen geguckt wird jetzt nicht. Jetzt wird erst aufgeräumt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, mein Freund, so aber nicht, ja? Während sich deine liebe Ingrid hier irgendwie mal vergnügt. Ich finde, du kannst dich mal jetzt draußen auf die Straße stellen, Ingrid. Du willst doch eigentlich familiär leben, ja? Da hilft es auch nichts, ja? Da muss man einfach mal ein paar andere Sims kennenlernen. Da oben ist ja noch ein Park, wie man hier sehen kann, ne? Aber gerade ist da Flaute am Start. Das ist natürlich ein bisschen Kackies im Kopies. So. Wie sieht's denn aus hier? So, bleib einfach mal da stehen. Da, guck mal hier. So, jetzt freunde dich doch mal mit... Nein, nicht verschwinden. Nein! Oh, wir ploppen einfach weg. Wir verschwinden. Ja, du fängst ein bisschen an zu müffeln, aber das ist nicht das Problem, liebe Ingrid. Kein Ding. So, was machst du da? Du trinkst dir einen Saft. So, Chips, was ist das? So, Qualität gut. Ja, ja. Verdeschee ist die mal. So, immer noch keiner da. Hm. So. Was kann er denn mal machen? So, Level 2 Schelmfähigkeit erreichen. Klicke auf einen Zoom und wähle eine. Okay. Ich muss meine Schelmfähigkeit verbessern. Da gehe ich doch jetzt mal glatt hin. Wie will ich mich hier hin? So, guck mal hier. Du lernst jetzt mal den netten Herrn hier kennen. So, du turtelst jetzt mal ein bisschen mit dem. Komm, der ist doch... Wie sieht denn der aus? Oh, der sieht ein bisschen aus wie Owen Wilson. Melanie! Wobei, nee. Sky Dumont? Nee. Wie sieht denn der aus? Trips Kawafalobi? Galoof! Oh. Oh, shit. Der... Lol, der hat ein Minus gekriegt. Warum das denn? Da. Binta! Sie ist Koka... LOL! What? Tusha, I'm full fanship. Ja, das ist natürlich Pech jetzt. So, komm, freundlich vorstellen. Nein, nicht weglaufen! Ach Gott, jetzt ist der Typ wieder verschwunden, wie sie einfach immer... Sergio Blue! Dann unterhaltet ihr euch jetzt. So, was sollte er jetzt machen? Schelmfähigkeit, Unfug oder... Okay, mehr Auswahl. Unfug. So, zu falsche Nachrichten verkünden. Verkünde ihr mal falsche Nachrichten, das ist doch witzig. So, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Wir wollen ja, dass Dennis D-Punkt jetzt auch gleich nach Hause kommt. Hey, wir reden alle miteinander, Mami. Wieso kriegen die denn ständig Minus? Okay, er hat gerade ein böses Gerücht verbreitet. Er ist natürlich auch ein Arschloch. So, brillante Idee mitteilen. Mach das mal. Ja, man merkt schon, Rudolf und Ingrid Hartwig haben schon lange keine sozialen Interaktionen mehr ausgeführt, sind also mit der Umgebung überhaupt nicht mehr vertraut und sammeln quasi die ganze Zeit Minuspunkte. Was soll man da machen, wa? Was? So, wüten und toben. Getränk werfen. Ja, geil, ey. So, mach mal schneller hier. Wir reden miteinander. Okay, alles klar. Jetzt sind sie wieder reingegangen. So, jetzt gleich kommt ja auch unser Dennis D-Punkt nach Hause. Okay. Na, erstmal den Müll rausbringen. So finde ich das in Ordnung. Wamosa! So. Wie wär's jetzt mal, wenn du einfach mal diese Chips weglegst? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Hey, warte, nein! Wer ist denn er? Ich will dich kennenlernen. Hallo, freundlich vorstellen. Bleib stehen. Du bleibst jetzt stehen. So, wer ist er denn? Aha, okay, der wird jetzt mein Gehilfe. Der wird jetzt mein Meth-Gehilfe. Den werde ich jetzt meinem besten Freund machen, aufgepasst. So. So, hi. Malcolm Landgrab. So. Von Herzen kommendes Kompliment machen, ja, das finde ich in Ordnung. Oh, Hopling Snorba. Hopling Snorba. Guck mal, das fand er gut, kennenlernen. So, erstmal mit dem komischen Typen anfreunden, so muss das sein. So, während die beiden sich unterhalten, was macht Ingrid da schon wieder?
Was hat Ingrid für Bedürfnisse? Ingrid möchte auf Toilette. Ja, geh mal auf Toilette. So. Wimps Jumbus Tube. Dings to Grouse. So. Ja, Flob Abor. The Noob. Kisse. Unfug. Ich mach jetzt nochmal Unfug. Ich mach jetzt über Karrierelügen. Genoi. Hä? Jibs. Oh, der muss bald mal du. Vermuch. Ich da gerade eine Eisenbahn gehört. Okay, das klang abgefahren. Wo sind denn bei unsere beiden unterhaltenden Leute da? Ja, guck mal, wie er bei seiner Karriere gelogen hat, der Bastard. So, ich lichte jetzt mal mit Handschocker rein. Vielleicht findet er das ja lustig. Na komm. Gib ihm die Hand. Ey, das findet er sogar witzig, oder? Guck mal, cool. Staatsfeind, bestreben. Ich möchte Oh, geil, was ist der denn jetzt? Schachtisch kaufen. Koffer, einen Schachtisch im Baumodus. Okay, oh, wer ist denn sie hier? Die sieht ja abgefahren aus. Okay, die verstehen sich jetzt auf jeden Fall schon mal prächtig. Aber ich möchte jetzt einen Schachtisch im Baumodus kaufen. So. Nee, nicht A. Schach. So. Der Schachmeister. Boah, Alter, 450 plus 5 Logikfähigkeiten. Okay. Wie stelle ich den denn jetzt dahin? Spielt er dann mit sich selber Schach? Dann stelle ich ihn jetzt einfach mal dahin. Muss man da nicht dann auch einen Stuhl hinstellen? Warte mal, Komfort. Da sind Stühle. Was ist das? Weiße Stühle, bequemer Sitz. Okay. So. Alles klar, man kann jetzt auch Schach spielen im Hause Hartwig. Ja, voll cool eigentlich. So, was will er jetzt? Klick auf einen Computer und wähle, welches Spiel du spielst. Ich habe keinen Computer. Komm, jetzt lass mal das Gespräch mit dem Mongo sein und spiel mal eine Runde Schach. Ich spiel mal mit dir selber Schach. Was macht sie denn jetzt? Ach, sie will auch Schach spielen. Aha. Guck mal. So, Dennis D. hat jetzt 200 Simoleons mit nach Hause gebracht. Wahnsinn. Ist ja geil. Der ist traurig. Wegen leerer Veranstaltung. Und du musst erstmal auf Toilette. Ja, dann mach das doch mal. Geh mal schön auf Toilette. So, wo ist denn jetzt unser Kollege hier eigentlich? Ach, der ist zur Arbeit. Der ist zur Arbeit. Der arbeitet ja immer bis 0 Uhr. Okay. Wir können unseren Dennis D. Hartwig jetzt aber auch mal was zu kochen, was zu essen machen lassen, ja? Weil wir sehen ja, sein Hunger ist ein bisschen irgendwie hier... Ah, jetzt hat er sich auch noch geschnitten! Ach du Idiot! Das kommt mir bekannt vor, Alter! Das kommt mir bekannt vor! Cool. Oh Mann. Ja, Pete Sweet kocht, würde ich sagen. Live am Start hier. Der haut da aber auch drauf. Du guckt euch das mal an, Mensch. So, aber er ist halt auch traurig, ne? Da muss man sich jetzt erstmal einen schönen Gartensalat machen. Ingrid spielt mit sich selbst. Ja? Kasuna. Kasuna. Komm, nimm mal ein Schaumbad. Du bist dreckig. Scheiben. Haha, Scheiben. Was auch immer das bedeuten sollte. So. Schramme am Schuh. Oh oh, eine alte Dame hat den neuen Arbeitsschuhen aus feinstem Alligatorlederimitat von Rudolf eine Schramme verpasst. Soll er der alten Dame eine Lektion erteilen oder sie durchgehen lassen? So, er konfrontieren. Es hat sich aus, als der alte Mann nicht 80 geworden ist, ohne ein paar Überlebenstricks zu erwerben. Mit ihrer Gehilfe und erstaunlicher Stärke stützt sie Rudolf vor den anderen Ganoven auf die Straße. Auf Wiedersehen. Respekt. Scheiße. Fuck, ey. Wir sind immer noch so ein Amateur. Oh, Alter, wie das da aussieht. Wir sind immer noch so ein Amateur, Amateurkrimineller. Ja, das bringt uns halt. Oh, guckt euch die
geile Ingrid an. Ja, es gibt tatsächlich auch ein Mod, womit man das Gepixel verschwinden lassen kann. Ja, ich weiß aber nicht, ich glaube, hier in dieser Aufnahme werde ich das nicht tun. Privat habe ich das natürlich schön längst gemacht. Was macht denn der D-Punkt hat mich denn da schon wieder? Wieso steht denn der da nur rum? Achso, jetzt habe ich sie zum Fernsehen gucken geschickt. Guck doch mal ein bisschen Fernsehen. Hier, eine Kochsendung. Ist doch schön. So, jetzt warten wir drauf, bis Rudolf nach Hause kommt.